Hallo, willkommen zu einem neuen Live-Video. Bevor es losgeht, ich bin ja jetzt bekennender Sledgehammer Field Maintenance-Spieler und wollte mal was ausprobieren. Und zwar wollte ich gucken, wenn ich Field Maintenance zusammen mache mit Verkettung, ob man dann sogar gegen den Scorpion tanken könnte, weil viele machen ja einen Scorpion dagegen. Und ob das funktioniert, ne? Wollte ich einfach mal schauen. Wo ist das dumme Vieh? Sekunde. Ich meine, die meisten Leute werden natürlich dann einfach einen Doppelschuss da wahrscheinlich vergeben, ne? Bei dem Ding und dann ist wahrscheinlich auch wieder gegessen. Aber wir gucken erstmal, wie weit wir damit kommen. Verketten und heilen. Level 1. Der macht da 9k Schaden, ne? Die halten das schon aus den ersten Schuss. Die Frage ist, ob sie den zweiten auch überleben. Die heilen ja dann zu 5. Nee. Das wollen wir gar nicht erst versuchen. Dann hätten wir das geklärt. Danke fürs Kommen. Aber das ja, ne? Wenn man jetzt bekennender Panzerspieler ist, dann muss man sowas wissen, damit man das halt nicht im Spiel macht. Ja, mal gucken. Also ich bin hier immer noch am Testen. Ich habe da gestern keine Spiele mehr gemacht. Also die letzten beiden, die ich damit gewonnen hatte mit dieser Panzer-Overlord-Strategie, waren die einzigen, die ich bisher gemacht habe. Jemand meinte ganz nett, der Gegner hat alles falsch gemacht. Ja, mal gucken. Also ein anderer hatte vorgeschlagen, ich sogar selber, dass man Mustangs dagegen spielt, wie ich richtig verstanden habe. Nicht sicher, ob das die richtige Antwort gewesen wäre. Ist halt auch schwierig, ne? Also oft ist es gar nicht die Frage, welche Einheit man spielt, sondern in welchem Verhältnis man die spielt und wo die auch steht, ne? Was haben wir hier zum Beispiel einen Top-Gegner? 1700 ist ja inzwischen richtig top, hat auch seine Kampel-Power, spielt aktiv, hat schon alles gesehen wahrscheinlich, vielleicht noch diese Strategie. War da sogar ein Turniersiegerzeichen noch gerade? Der zeigt uns jetzt, wie man das am besten kontert. Aber ich glaube, das muss nicht immer die Einheit sein, das ist oft viele andere Sachen kommen da noch bei. So, ja, machen wir doch direkt das hier, oder? Genau, mal direkt die Phönix aus der Luft. Lücken. Ich habe noch nicht die perfekte Aufstellung. Also bei mir ist jetzt ja noch so ein bisschen geraten, ob das die richtige Aufstellung ist. Das habe ich ja gestern einfach nur mal spontan so aufgestellt. Ich müsste mir das halt bei den Top-Spielern nochmal angucken, wie die das dann machen. Ich mache das jetzt so. Und dann sehen wir mal, was passiert. Ich mache aber jetzt ein bisschen mehr Crawler dabei. Die sind einfach die besseren Modelltanks. Das muss man so hinnehmen. Das wie Kleinvieh. Luft. Ach, die sind ja jetzt geändert, damit mehr Umf. Nicht mit mehr Reichweite. Also für mich sieht das sehr deutlich aus nach Vulkan-Phönix, ne, die Standard-Meta-Strategie. Kommen bald abends. Sie laufen mit der Infanterie. Mit dem Panzer meine ich. Obwohl die ganz schön groß sind, die Infanteristen. Huch, ich wollte jetzt gerade mit Dings reagieren, mit Kapanevierer-Steuerung. Das klappt natürlich nicht. Gab es nicht irgendwie ein Reset, wenn man da rauskommt? Ich gehe so selten rein. Ja, so eine kleine Krabbler-Jungtour. Kommt jetzt der erste Vulkan, kann er ja sich noch gar nicht leisten, ne? Machen wir das so. Steht jetzt ein bisschen offen hier, wenn ich den so hinstelle. Ein bisschen riskant. Aber dann zumindest die Seite mal gesichert. Also ich hoffe, dass wenn der da spawnen würde, dass die das noch mit rüberpolen wegen denen da. Ist ja dann keiner in der Nähe. Ich befürchte, dass der aber, wenn jetzt da der Spawn ist und der nicht nach vorne geht, dass der zu schnell stirbt, diese Runde. I don't know. Ich bin feiglich. Kein Spawn.
Also doch keine Wolken. Hätte ihm vielleicht zu lange gedauert, ich weiß es nicht. Oder er weiß ja, was wir nicht wissen. Also ich denke, Hard Shot kann auch richtig stark sein gegen die Panzer, ne? Gar keine Frage. Also holt das Vieh weg und das Vieh holt es auch weg. Haben wir denn hier 3-7? Er braucht zwei Schüsse für einen Kill. Crawler, Crawler, tankt, tankt! Noch ein Stück! Und der da vielleicht, der könnte die Rettung für den Panzer sein. Genau, und jetzt tankt er wieder wie Sau. Also in der Kategorie Tankiness sind wir ganz gut aufgestellt anscheinend. Aber der hat ja jetzt seine Arclights hingestellt. Allerdings alle drei mittig und rechts. Ne? Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Klar, dass ein neuer Crawler kommt, wusste er nicht. Aber er braucht halt trotzdem links einen gleich. Arclights, ja, da bekommen mit Sicherheit ganz viele von denen jetzt. Hat hier für einen Budgetpreis bekommen. Ach ja. Den Level up. Kann man sicher irgendwann gebrauchen. Und nächste Runde kommen dann die Upgrades. Also die kann ich schon mal freischalten, weil das ja ein Muss bei mir ist. Genau. Wahrscheinlich macht er nachher auch Charge Shot. Und dann ist halt die Frage, wenn ich gleich den Heal habe, ob wir das gut wegstecken, das Feuer von denen. Werden wir dann sehen. Nächste Runde muss ich wahrscheinlich anfangen, die Overlords dazu zu packen. Also noch hat er sehr Low Damage, ja, in Summe. Was bedeutet, dass der Heal relativ gut funktionieren könnte. Man merkt ja schon, ich habe jetzt eine übermäßige Größe Tankiness und zu wenig, was hinten Schaden macht. Deswegen die Overlords auf jeden Fall kommen müssen nächste Runde. Wie schade, dass ich den jetzt auch noch aufgelevelt habe, ne? Dass die Panzer halt bereuen werden dann langfristig. Hätte der Panzer da links, da rechts gestanden, wäre es vielleicht anders ausgegangen. So, ja, leider nicht bei, was ich wollte. Nicht dabei, nicht dabei. Eine Gruppe Wespen. Habe das falsch gemacht. Ne? Ich hätte den jetzt verkaufen können wegen diesen Overlord-Geschichten. Die machen das ja jetzt eigentlich. Das, was wir wollen. Ich hoffe, dass die aufleveln. Ich will das Ding für die benutzen und nicht für die. Genau. Also ich denke, dass das der Trick ist bei der Strategie hier, ja, Charshot, da ist, zu gucken, ob man die Tankiness verbessert oder den Schaden in der Backline verbessert. Ja, das ist, glaube ich, die Abwägung, die man treffen muss. Ja, ich müsste die Panzer eigentlich jetzt ausstatten, aber ich hatte kein Geld mehr. Und ich hatte das Gefühl, dass ich eben genug Tankiness hatte. Klar, die werden jetzt gemassakert von denen dann, das ist ja gar keine Frage. Die Herausforderung ist halt jetzt, diese Dinger schnell genug wegzuräumen, damit die Dinger da wegräumen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nicht, dass sie das machen. Das habe ich aber gestern auch nicht geglaubt. Also in der normalen Welt würde ich jetzt Artillerie holen, weil das in Rekordzeit alles tötet, ne? Aber wir haben jetzt das hier und versuchen das durchzuziehen. Also die Panzer sterben Rekordzeit. Regeneration und Level 2 gleich versuchen, gucken, ob es dann besser wird. Aber das sieht mir schon nach Schachmatt aus. Mal sehen, mal sehen. Hat doch funktioniert. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut die Overlords dann später funktionieren. Ja, hätte ich jetzt Reichweite gehabt, dann wäre es wahrscheinlich beendet gewesen, aber jetzt gucken, ob das reicht. Aber. Nein! Dumme Wespe. Sieg! 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 War gar nicht knapp. Ja, very nice. Okay, dann machen wir das jetzt hier vorne. Und dann noch eine Gruppe Tanks dabei.
Mit der Flugabwehr könnte wahrscheinlich auch ein Tick besser sein. Meine, die Tanks sind ja dann zum Tanken, ne? Wenn man das mal so sagen darf. Also einfach nochmal eine Gruppe Tanks dazu packen zum Tanken. Und da oben ist die Flanke aufmachen, da weiß ich halt noch nicht, ob das gut funktioniert. Also gleich vielleicht einen einzelnen Crawler mal da hinstellen, damit die später kommen. Ich will ja das Headquarter eventuell da snipen. Kann ich die hier vorne irgendwie links supporten mit so einem Ding? Ein extra Crawler dazu? Gestern so ein Ding hier. Vielleicht, wenn ich von hinten ranhole. Ist ja vielleicht auch mal eine Idee. Gucken wir mal, ob da was passiert. Ja, mehr geben. Gucken wir, wo die Wespen dann aus der Luft pflücken. Ich habe halt jetzt auf Defense gesetzt. Ne? Das würde ich normalerweise nie machen. Und er hat halt auf Angriff gesetzt. Also ich würde sagen, Angriff ist unendlich viel stärker als Defense, fast immer. Lass uns überraschen. Die brauchen auf jeden Fall gleich Reichweite. Oder ein Wespenspawn, eins von beiden. Headquarter, please. Links sind wir durch. Der eine Satellit hat sich offensichtlich gelohnt. Man merkt ja schon, also ich glaube schon, dass er die richtigen Einheiten geholt hat, aber ich habe halt die leicht bessere Aufstellung und Verteilung der Abilities, ne? Könnte genauso gut auch andersrum wahrscheinlich laufen sonst. Hacker. Da kommt, glaube ich, am meisten raus, wenn ich den verhöker. Ja. Ich glaube, ich mache einen Wespenschwarm. Ich muss ja die Schüsse von denen da hinten tanken. Und dann brauchen wir einfach mehr auch von denen. Der macht da mit. Die Level mitnehmen. Reindackeln. Ja, den Wespen vielleicht ein Schild geben. Orla hat er ja nicht. Kann ich einfach dazu packen. Links haben die besonders viel Ablenkung. Dann packen wir die von links dazu. Die Frage, ob ich den nicht sogar verkaufen will. Also so richtig viel macht er ja eigentlich nicht, obwohl extra Schuss auch nicht schlecht ist. Ich kriege aber Geld dafür. Ne? Schwierig. Ich mache noch einen nervigen Crawler dabei, der dann nachher reinkommt am Schluss. Luftabwehr. Geht halt all in jetzt. Der braucht nochmal ein Level da hinten, wenn es geht gleich. Aber er hat ja eben fast schon Level 4 bekommen. Halt ein Biest, ne? Und ich habe da nicht 800 für bezahlt. Jetzt haben wir erstmal die ganzen Wespen hier vorne, ne? Mit extra Tankiness. Aber klar, ne? Die Arclights machen nochmal ihr Übriges. Nächste Welle, nächste Welle. Ich wollte wahrscheinlich Reichweite auch gleich. Wo die noch genug zum Schießen haben und dann immer noch Modelltanks vor der Linse. Aber jetzt wäre halt Reichweite in diesem Fenster nice gewesen. Jetzt sterben sie. Ja, aber ich sehe schon nicht genug Tanks dran, oder? Und durch. Bam, nimm das. Ja, Reichweite, Artilleriekanone, ne? Schneller schießen, das sind jetzt alle unsere Optionen. Wir müssen uns für irgendwas entscheiden. Und ich bin mal noch ein bisschen unschlüssig. Im Moment würde ich zu mehr Modelltanks tendieren. Alles einen Tick schneller machen. Die gehen genau nicht tot, leider. Ich kann die Vespa aber holen da vorne. Oder zwei von denen das Schild hier wegnehmen. Genau. Ich mache jetzt Reichweite. Kann ich denen auch ein Schild geben? Das ist ja noch mehr Tankiness am Boden. Und dann noch eine Wespe dazu.
die dann hier oben einfach mittankt. Wenn die später dazu kommt, ist es wahrscheinlich besser. Gucken, dass sie dann gleich splittet. Aber hier vorne das Headquarter wegnuken. Das war jetzt eigentlich schon zweimal ganz nice to have. Genau. 50 Punkte. Weiß nicht, ob sich lohnt, den Schild zu geben, glaube ich nicht. Den jetzt einfach nochmal schneller da durchballern auf der Seite. Elite. Und könntet ihr jetzt sagen, ob das funktioniert? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine knappe Sache. Egal für wen. Das sieht aber sehr gut aus, oder? Kommt jetzt darauf an, ob ich schnell genug abknalle vor der nächsten Wespenwelle. Jetzt wäre ein guter Spawn-Zeitpunkt. Ja, das hätte, glaube ich, nicht besser kommen können. Und jetzt kann ich die Reichweite halt ausspielen von den Overlords, ne? Und Headquarter. Und dann ist eigentlich entschieden die Sache. Es gibt wieder mindestens eine Sache, man hätte Mustangs dagegen spielen sollen, wahrscheinlich. Man weiß es nie perfekt natürlich, ne? Aber man spielt normalerweise auch keine Mustangs gegen eine Panzerwelle, ne? Das sind ja Panzer. Also jetzt, wenn die Mustangs da hinten stehen und die Reihe weg ist, dann stehen die Mustangs ja irgendwo an der Front, ne? Also von daher, man muss das Geld ja irgendwie managen. Also Overlords auf jeden Fall, Arclight scheint auf jeden Fall auch nicht die Antwort zu sein. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass Arclights mit allen Upgrades hier, hätte ich instinktiv auch gesagt, die töten halt alles, was bei mir steht, gleichzeitig, ne? Hätte ich auch gesagt, zumal ja auch noch ein Budget kam und auch noch leveln konnten über den ganzen Spielverlauf und Modelltanks davor hatten, alles. Ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, hätte er vielleicht da hinten nicht so viel in die Wespe investiert und in die Phönix, und er hat die, glaube ich, sogar verkauft jetzt, ne? Das waren ursprünglich mehr gewesen. Ja, er hat die auch angefangen zu verkaufen, hat das wohl auch so gesehen. Und hätte direkt alles mehr investiert, also doppelt so viel Arclights meinetwegen, ne? Doppelt so viel Modelltanks, was auch immer. Ich glaube, dass der dann besser abgeschnitten hätte. Weil die machen ja das Gleiche, nur eben verliert man Synergieeffekte, weil da unten die ganzen Upgrades drauf sind, ne? Also davon einfach doppelt so viel von beiden vielleicht und da hinten von weniger. Das hätte vielleicht einen Unterschied gemacht. So, lange Rede, kurzer Sinn, das sind jetzt 3 zu 0 und das war ja ein Top-Gegner, ne? Irgendwas hier. Also im Moment scheint das immer noch ja, unbesiegbar, also pff, 3 Spiele. Aber es sind ja keine Anfänger, gegen die ich da offensichtlich spiele. Also im Moment sieht es gut aus. Ich muss einfach mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Ich bin heute erstmal weg für heute. Ciao, ciao.